Schalömchen, ich bin's hier schon wieder. Es geht schon wieder um DHL, mein Versand. Ja, ich hab's ja nicht weggeschickt. Ich bin nur der doofe Empfänger. Ich warte seit diesem Datum hier. Guck mal, da ist es eingeliefert worden. Zack, angemeldet, eingeliefert, abgeholt. Und dann ist es verschütt gegangen. Wir haben heute den 18. Also erst 10 Tage ist es her. So, das scheint bei denen ja so ein bisschen Routine zu werden, dass da auch ein bisschen ab und zu mal was Kunden nicht ankommt. Das wird dann immer abgerechnet über irgendeine komische Versicherung oder irgendwas anderes, ändert aber nichts, dass der Kunde dran knatschig ist. Meistens sogar sehr knatschig. Das ist einfach doof, dass man irgendwas gekauft hat und das kommt nicht an. So, es wurde empfängerseitig in Bonn angerufen. Man gelobte in fast gutem Deutsch Besserung, wollte sich darum kümmern. Wo ist das Paket abgeblieben? Man weiß es nicht, aber man wäre bemüht und geneigt, da eine Suche zu starten. Das war relativ erfolglos geblieben, eine erfolglose Suche. Der Verkäufer hatte dann zwischenzeitlich auch da angerufen, hat auch Freundschaft geschlossen. Man wollte in der Verteilung, wo auch immer das verteilt wurde, also zumindest wurde das ja von irgendjemand ins Auto geladen, ne? Also wurde abgeholt und in ein Auto geladen. Und ab da ist das Paket, Tschüssikowski, wahrscheinlich ist es nicht mehr da. So, jetzt ist die große Preisfrage. Weil das ist mir jetzt hier schon das zweite Mal passiert. Einmal Ende Mai, ist ein großes 9-Kilo-Paket abangekommen. Erst war es gar nicht da, dann war es weg. Dann war es wieder da, dann war es beschädigt. Dann sollte es zum Empfänger zurückgehen. Dann wurde mitgeteilt, es ist zwischenzeitlich entsorgt worden. Also die wissen auch nicht genau, was sie wollen. Und es ist ärgerlich. Habt ihr da auch solche Erfahrungen gemacht? Es ist einfach ärgerlich, dass man was bestellt. Gerade die DHL war ja, sagen wir mal, auch so der Fels in der Brandung des seriösen der Paketversender. Ich meine, wer mit Hermes irgendwas verschickt, der kann das auch gleich mit dem Fahrradboten losschicken. Die sind ja jetzt für ihre Geschwindigkeit jetzt nicht ganz so berühmt. Ne? Was mir persönlich auch aufgefallen ist, das kann ich auch mal ganz kurz zum Besten geben, man ist ja auch jetzt nicht verwöhnt. So, und auch die Leute, ich meine, wir bestellen ja auch Katzenfutter und Katzenstreu und so ein Kram. Steht dann ja auch drauf, wo der herkommt. Ja, dann, wenn man so sieht, wenn der gelbe Reiter mit seinem viereckigen Kastenwagen hier vorgeschippert kommt, dass da die Pakete in der Gegend rumfliegen, das ist ja die eine Geschichte, ist ja auch in Ordnung. Wenn man dann aber so sieht, wenn so ein relativ lustloser junger Mann mit dem Handy am Ohr im Wagen die einzelnen Pakete Richtung Tür wirft, und zwar wirklich alle Pakete, völlig egal was es ist, das wird einfach geworfen, dann muss man sich dann schon fragen, ob DHL wirklich heute noch ein Versandqualitätsprodukt ist. Oder ob wir einfach mittlerweile jetzt so, sagen wir mal, ob wir hier, arabisch ist, trifft es ja auch nicht, ne? Ob wir hier mit den Sitten und Gebräuchen in fremden Ländern demnächst leben müssen. Also nicht, dass ein fremdsprachiger DHL Bote da ein schlechterer Mensch wäre. Nein, die habe ich ja nicht gesagt. Habe ich auch gar nicht gemeint, um Gottes Willen. Ne? Aber ist halt schon verwunderlich, wenn man so sieht, wie da in den Autos teilweise mit dem Eigentum fremder Menschen rumhantiert wird. Ich meine, dass sowas durch die Sortieranlage fliegt oder auch am Flughafen jetzt nicht immer sach- und fachgerecht behandelt wird, das wissen wir ja mittlerweile. Aber das jetzt, sagen wir mal, wie gesagt, DHL da So ein Katastrophenservice mittlerweile. Man erwischt ja auch keinen. Ne? Du kannst ja in Bonn anrufen. Sind ja alle scheiße freundlich. Die können ja halt nur nicht sagen, wo das scheiß Paket ist. Das ist ja irgendeine Hotline. Das ist immer derselbe Rotz bei diesen Riesenunternehmen. Da sitzen irgendwelche Typen, die von Tut und Blasen keine Ahnung haben. Warten Sie, ich gucke mal in Ihren Daten nach. Ja, dann guckt er
gibt er da eine komische Seriennummer da oben ein, sieht dasselbe, was du aussiehst und gibt dir dann noch einen netten Spruch, wir kümmern uns drum, das war's. Da hat keiner Zugriff auf irgendwelche Daten oder auf einen Versanddienstleister oder weiß, wo das Ding ist oder welcher Autofahrer das gewesen ist, nix, da weiß keiner was. So, das ist die verschissene Realität. Und wenn das anders wäre, wäre das verschissene Paket da. So, und deswegen bin ich gerade ein bisschen knatschig.